Einen schönen guten Abend und damit herzlich willkommen zu dieser Samstagsausgabe von Brisant. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, es war die erleichternde Nachricht. Nach 10 Jahren konnte der Mordfall Dennis aufgeklärt werden. Ein 40-Jähriger hat gestanden, den damals 9-Jährigen sowie 2 weitere Jungen missbraucht und getötet zu haben. Der Mann arbeitete als Pädagoge und Jugendbetreuer und galt als unauffällig und intelligent. Doch wer ist dieser Mann, dem die Polizei noch 2 weitere Morde zuschreibt? Nach Thüringen, in einem Einfamilienhaus im Landkreis Sömmerda, da haben sich heute Morgen schreckliche Szenen abgespielt. Mehr dazu jetzt in unseren Kurzmeldungen. Ja, bei seinen Raubzügen durch Tankstellen durfte eines nie fehlen: eine gute Flasche Weinbrand. Vielleicht war es eine Art Ritual oder eine kleine Belohnung, die sich der 53-Jährige nach seinen Überfällen gönnte. Wie auch immer, damit ist jetzt Schluss. Die Polizei konnte die Schnapsdrossel fassen, die wohl so schnell nicht mehr auf ihre Beute anstoßen kann. 13 Tage noch, dann wird groß geheiratet. Genau, in London. Und damit auch wirklich nicht schiefgehen kann, hat Kate Middleton den Hochzeitsablauf in der Westminster Abbey schon mal geprobt. Nicht mit William, das könnte ja Unglück bringen. Nein, gemeinsam mit ihrem zukünftigen Schwager Prinz Harry führte sie Brautmädchen durch die Kirche. Ja, die Vorbereitungen für die Hochzeit des Jahres gehen in die heiße Phase. Mit Wiener Schmäh und ein bisschen Melancholie hat sich Peter Cornelius in die Herzen des deutschsprachigen Publikums gesungen. Vor etwa 30 Jahren gelang ihm der Durchbruch mit Liedern, die heute zu den Evergreens zählen. Du, Entschuldige, E-Candy oder Reif für die Insel. Vor wenigen Wochen ist Peter Cornelius 60 geworden und zurzeit tourt er durch Deutschland. Seit einiger Zeit schreibt Cornelius wieder an neuen Songs. Die Chancen stehen gut, dass es im kommenden Jahr ein neues Album geben wird. Und darauf freuen wir uns und sagen auch schon Dankeschön fürs Einschalten. Am Montag, Punkt 17.15 Uhr sind wir wieder für Sie da. Dann steht René Kindermann hier im Studio. Wäre schön, wenn Sie einschalten. Ihnen noch ein zauberhaftes Wochenende. Tschüss und bis bald.